Leute, ich hoffe, ihr seid mir im letzten Part hier nicht abgesoffen. Wir haben es geschafft. Wir sind im vierten Dungeon. Es ist leider immer noch so, dass es im Moment relativ... Ja, TOTK ist nicht gerade... von den Dungeons besser. Zumindest sind die Dungeon-Missionen ein bisschen besser. Wir haben... Es wäre irgendwie cool gewesen, wenn wir die Lichtschuppenlanze geholt hätten, aber naja. Gut, okay, gesprengt hätten wir es. Alles klar. Geschafft ist geschafft. Ich frage mich, wann wir Prinz Sidon sehen. Aber ich bin zumindest mal froh, weil jetzt haben wir irgendwie alles gesehen. Wir haben unter Wasser, wir waren in einem Vulkan im Untergrund, wir waren im Himmelreich und ja, die Wüste war irgendwie so ein Mischmasch. Antikes Sora-Heiligtum, okay. Mich wundert es nur, dass uns Sidon hier gar nicht unterstützt. Oder vielleicht wartet er auch irgendwo, ich weiß es nicht. Nur eine Bitte hätte ich. Bitte, bitte, lasst es nicht so werden wie der Wasserdungeon aus Ocarina of Time. Es wird jetzt vielleicht der eine oder andere sagen, ich bin so der abnormalste Mensch, den er kennt. Aber tatsächlich mag ich den Wasserdungeon am zweitliebsten in Ocarina of Time. Ja, ich weiß, das wird für viele ein recht seltsamer Schock sein. Aber ich mag diese sadistisch schweren Dungeon einfach. Und im Generellen ist meine Wertung aber immer ein bisschen anders. Das, also ich bewerte halt auch objektiv, subjektiv würde ich in OOT zum Beispiel Schattendungeon, Wasserdungeon, Wüstentempel... Feuertempel, Waldtempel. So. Was ich nicht mag, ist der, ist das Innere von Jabu Jabu in Ocarina of Time. Das ist irgendwie sowas, das... Naja. Ich hätte es jetzt nicht gebraucht. Die Dungeons kann man ja Gott sei Dank hier wieder betreten. Das war ja was, was mich in... echt abgefuckt hätte, also in Breath of the Wild. Aber das war jetzt dann hoffentlich noch nicht alles. Also wenn das jetzt nur hier rumgeht, dass ich hier alles sprengen muss... Und dann passt's schon, dann ist es irgendwie ein bisschen, naja, unnötig. Würde ich jetzt sagen. Habe ich so einen schwebenden Stein eigentlich? Das, ich glaube, ich hätte eine Brücke machen sollen, aber nicht nötig. Oh. Das ist hinter einem Gitter. Ergo. Es gibt unten irgendwo einen Eingang.
So einen kleinen Wasserfall kann ich aber jetzt nicht hochschwimmen, oder? Nee, hätte mich auch gewundert. Nee, du, das geht anders. Es war jetzt auch gar nicht notwendig, dass man hier... Ach, jetzt hör schon auf. Ist ja prinzipiell anders gegangen, aber nicht so schlimm. Ein bisschen ein Rätselaspekt, der gehört halt in Zelda-Spielen. Ah, hier kann man auch rein. Auch. Der gehört, finde ich, in Zelda-Spielen aber immer dazu. Wir haben uns anscheinend auch gleich für den richtigen Weg entschieden. Passt. Ich wusste gar nicht, dass Ascend auch im Wasser funktioniert. Ich dachte immer, dass das nicht gehen wird. So, Blödheit siegt, nicht mit... Ja, wollte ich auch gerade sagen. Nicht mit Bombe machen, weil sonst sprengt man sich leider selber. Gibt einen anderen Ausweg. Ich wollte schon sagen, spielen die jetzt wirklich darauf an, dass man nochmal Ascend verwenden muss? Das wäre irgendwie komisch gewesen. Warum werde ich das sonst eher nicht machen? Warum, wo soll ich denn hin Ascenden? Es ergibt keinen... Und ich vermisse es, dass man die Schalter nicht anders aktiviert. Mal ehrlich. Aber jetzt muss ja Sidon wieder auftauchen, weil sonst habe ich ja schon wieder das Problem, dass ich keinen Weisen dabei habe. Ist der letzte Dungeon jetzt im Himmel oder was? Das kann jetzt aber ohne Scheiß gut sein. Also nein Leute, das war's wie gesagt nicht. Oder wie jetzt gesehen. Ziehen wir uns das jetzt mal rein, das ist ja richtig, richtig gut. Ah, und wir werden sogar nach außen gebeamt. Geil. Ein Wasserfall. Es strömt nur so vom Himmel herab. Link, was ist nur geschehen? Warst du das etwa? Ja, schon so auf die Art, ja. Oh. Du hast also eine mysteriöse Apparatur in den Ruinen wieder in Kraft gesetzt. Und dann begann der Wasserfall zu fließen. Ah. Hey, mir geht ein Licht auf. Für uns Soras ist ein Wasserfall doch nicht viel mehr als eine Brücke von unten nach oben. Sowas nennt man Leiter. Das also war mit der Wasserfallbrücke gemeint. Eine Brücke aus Wasser. Wenn wir diesen Wasserfall erklimmen, gelangen wir hoch in den Himmel. Link, du bist einfach spitze. Ja. Könntest du mal endlich diese blöden Posen lassen? Ja. Ja, die Stimme aus dem Jenseits, die hat hier recht, Mann. Ich zeig dir, wie das geht. Zu mir, komm schon. Komm zu mir. Okay. Schon wieder? Was ist das bloß für eine Stimme, ob sie mir nach mir ruft? Na, ist jetzt auch nicht so wichtig. Nun, da der Weg uns offen steht, sollten wir rasch weiter. Mit der Sora-Rüstung kannst du genau wie ich den Wasserfall hochschwimmen. Also los, Arschbomben! Gut. Das ist das erste Mal, dass ich auch offiziell sagen kann, let's go, lass uns in den nächsten Dungeon arschbomben. Eine bessere Rüstung kriegen wir eh nicht hin.
Im Übrigen kann ich sogar die Richtung bestimmen. Das ist auch ziemlich cool. Ich glaube aber, dass das noch das Äußere vom... Ja, das sicher ist noch das Äußere vom Dungeon. Oh, wir haben Mondphysics. Das muss jetzt... Eigentlich... Ja. Hier werden wir es nicht brauchen. Und was ist da vorne, was ich haben will? Nichts. Oh. An welchem mysteriösen Ort wir hier sind. Mein Körper fühlt sich leicht an, schwerelos, wie ein Seerosenblatt auf dem Wasserspiegel. Doch keine Zeit zu staunen. Wir sind hier, um den Ursprung des Schlamms zu finden und aus der Welt zu schaffen. Keine Müdigkeit vor Schützen, Link. Wir teilen uns auf und setzen dem giftigen Fluss ein Ende. Ich dachte mir, dass das geht. Wichtig ist ja nur, man darf nicht zu schnell hier weiter. Und man sollte auch immer den Boost verwenden, bevor man aus der Geschichte hier raus will. Denn ansonsten habe ich so das Gefühl, dass man gerade nach unten fallen wird. Ja, das ist eigentlich okay. Früher habe ich mich ja vor denen eingeschissen, ne? Aber mittlerweile sind das auch nur Loser. Die haben mich früher halt echt erledigt, aber damals hatte ich A, nicht so starke Rüstungen und B, naja. Oh, mich juckt's gerade so richtig böse im Ohr. Ich habe keine Ahnung, ob ich sie dann hier irgendwie helfen muss oder sowas. Aber definitiv, die Dinger hier scheinen unendlich lange zu halten. Zumindest verbraucht es dann nicht meine Energie, das ist schön. Und da er es schon pritschelt, nehme ich es gleich mit. Ach so, das war nur zum Vorzeigen. Jetzt verbraucht es natürlich meine Energie, ganz klar. Gut, auf den Schilden wird es irgendwann kaputt gehen. Ich habe keine Ahnung, ob die das hier jetzt auch machen, dass das Ding einfach nach einer Zeit verschwindet.
aber es frisst kaum Energie. Also, das ist es allemal wert. Hier oben wird ja auch nichts Besonderes sein, oder? Da bin ich jetzt ehrlich zu faul. Na gut, ergibt Sinn, hier einen Hydranten als... Macht schon Sinn, ja. Und ich sehe, welchen Vorteil es hat, wenn du hier Tulin schon hast. Also definitiv nicht am Anfang ins Zora-Gebiet vordringen. Ganz, ganz dumme Idee. Aber es... Oh. Oh, 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 oh. Da, wenn wir die hier vorfinden könnten, das wäre natürlich der Oberhammer. Boah, Tule macht es einem hier aber wirklich einfach. Das ist angenehm. Tule macht es einem hier wirklich leicht. Okay, Leute, wisst ihr, wie das funktioniert? So. Ich dachte zuerst, man kann da vorher rauf, aber nö. Und es ist auch nicht, wie erwartet, ein Segenschrein. Es ist ganz was anderes. Es ist zwar lustig, aber nicht so einfach. Man wäre nett, wenn wenigstens die Truhe leicht wäre. Da, fuck. Hätte man die ins Wasser fallen lassen sollen? Oder wie wäre das jetzt konkret gegangen? Also manchmal sind die Dinger auch ein bisschen seltsam. Was soll der Scheiß jetzt? Also man kann es auch irgendwie Bullshit machen, ja. Aber man muss es halt nicht jedes Mal aufs Neue beweisen, dass man das kann. Nicht wahr? Weiß ich nicht. Meine Mechanik ist lustig, aber die Moonphysik dazu... Ja, ist halt so. Kannst da nichts machen. Gegen solche Sachen. Okay, Hux.
sollte eigentlich schon gehen. Okay. Ach so, boah, bin ich blöd. Ja, aber es geht. Ich weiß schon, wieso es jetzt bei mir nicht funktioniert hat. Nevermind, Leute, da brauche ich jetzt auch nicht. Ich darf natürlich nicht am Boden stehen, ne? Das ist klar. Komm, mach. Tu. Hier, man muss reinspringen. Das hört sich jetzt schwerer an, was ist. Okay, Leute. Schauen wir mal, was wir jetzt so auf die Schnelle noch anstellen können. Ich sehe schon, was hier zu. Boah. Nee, du, Absprung. Weiß ich, dass das Ding so lange auch zum Ausholen braucht? Nein. Mich einfach jedes Mal ins Auge getroffen habe und kein einziges Mal wäre so irgendwie. Mann. Vierundzwanzig, 25. Ich habe einen. Wie viel Bonus habe ich jetzt bekommen? Die Sonarwaffen sind ja wirklich schlecht. Aber Tulin ist hier wirklich ein Segen. Also ohne Tulin möchte ich das Ganze hier nicht machen müssen. Kein Scheiß. Boah. Also diese Moonphysik, die ist wirklich gewöhnungsbedürftig. Den Scheiß habe ich doch schon, oder? Ja. Durch die ganze Streunerei natürlich. Ja. Musste es irgendwann ja mal kommen, dass ich einen davon hatte, ne? Ja, klar. Aber ich komm doch vor, ne? Also. Ich werde jetzt noch zusehen, dass wir den Aktivierungsschalter hier frei bekommen. Aber, also, dass wir uns halt zum Dungeon ho. Bro, what the fuck? Ich wusste gar nicht, dass es solche Truhen auch von denen gibt. Wie gesagt, von den Fähigkeiten her finde ich immer noch ist am nützlichsten Tool in Riju. Yonobo ist irgendwie so. Sowohl im Kampf. Weiß ich nicht, du kannst doch behalten. Immer diese Breitschwerter, ich mag die ja sowieso nicht.
Vor allem, was die immer für Kackwaffen haben und dann heißt es immer, die machen so 10.000 Schaden. Weil, ja, ist halt Alpha-Konstrukt, Beta-Konstrukt, was weiß ich. Meine Konstrukte sind an und für sich nicht so heftig. Oh, ich will den Zug hier noch erwischen. Also, warte. Ich will das hier ja so haben. Hier macht diese Zeitrückkehr echt was aus. Hier ist die sinnvoll. Aber sonst habe ich die Zeitumkehr fast nie benutzt. Boah. Könnte aber ausreichen, ne? Mann, also irgendwo hat diese Moon-Physik doch ihre Nervenkapazität. Wie ist der da hochgekommen? Ich meine, wir werden jetzt sicher noch die Aktivierung hier vorantreiben. Das machen wir auf jeden Fall. So viel Blödheit auf einen Haufen. Weil, das möchte ich jetzt nicht mehr schneiden. Das ist mir jetzt auch ehrlich zu blöd. Bauautomatik. Ist das das mit dem Rollbrett unten dran? Den Gleiter holen wir uns noch. Eigentlich brauche ich so dann das Lenkelement. Das ist unfassbar. Überhaupt nicht, aber ja. Was denn das? Ah, was für ein seltsamer Ort. Schaut komisch aus. Da ich nun so viel leichter bin, bin ich beim Hinaufschwimmen der Wasserfälle etwas übers Ziel hinausgeschossen und habe mir die Birne angeschlagen. An einem unbekannten Ort wie diesem sollten wir vorsichtig sein, Link. Pass gut auf dich auf, wenn du weitergehst. Ich weiß nicht, was er mir sagen will. Okay, also diese Flugmechanik nervt. Wie kann man, wenn man geradeaus durch, bitte einfach frontal? Naja. Ich sag nichts mehr dazu. Diese Moon-Physik ist und bleibt lächerlich. Ja. So, mit dem hätten wir den Meeresboden aufgewischt. Bla bla. Halt deine Klappe, es interessiert niemanden. Rijo, hör auf. Das bringt nichts. Gut, machen wir uns dünne. Wassertempel.
Wir haben es geschafft. Lasst. Okay, aber mal ganz ehrlich, besonders groß sieht das hier nicht aus. Bloß ich glaube, du kannst hier ziemlich fett bescheißen. Kann das sein? So. Hey! Hey Link, zu mir! Also, ob ich jetzt ernsthaft noch mit dir reden muss, geh die 5 Meter weiter! Was für ein fantastischer Ort. Und allein die Vorstellung, dass er über unserem Dorf am Himmel schwebt. Link, schau nur! Das ist der Ursprung des Schlamms, überhaupt kein Zweifel. Was immer es auch genau sein mag, wir müssen es irgendwie aus der Welt schaffen. Ja. Das ist die Lösung. Schau da oben. Wir müssen lediglich dieses Wasser zur richtigen Stelle leiten. Okay, machen wir. Aber zuerst aktivieren wir das hier, dann können wir uns hier beamen. Fertig, machen Sie beamen. Beamen. Und dann werden wir Folgendes machen. Wir werden den ganzen Scheiß hier... Es funktioniert nicht. Aber du hast es doch auch gesehen, oder Link? Dieser Mechanismus hat etwas bewirkt, nur reicht die Wassermenge noch nicht. Ja. Ah, schon wieder dieses Geräusch. Geliebter Nachkomme. Hier entspringen die reinen Wasser des Dorfes der Soras. Nutze deine Macht. Und öffne die 4 übrigen Speier, damit sich hier genug Wasser sammelt. Ich weise dir den Weg. Oh. Okay, also hier müssen wir keine 5 Siegel, sondern 4 öffnen. Wie auch immer, machen wir im nächsten Part. Ciao.